Oh, das ist so strange. Hallo. Hallo. Uni oder was? Ich hab voll Angst vor der Uni. Ja, mal wechseln. Oh mein Gott. Können Sie mich bitte... Können Sie per App bezahlen? Ja, kann ich auch. Aber nee, holen Sie mich nur bitte bar. Nach der nächsten Runde nur wieder. Bar. Hey, nein. Wow, wir fahren eine Runde und dann holen wir dich wieder. Brauchst du so lange? Naja, okay. Ich fahre einfach schnell. Ja. So, hier ist Stau, aber kein Problem für uns. Ja, kein Problem, Leute. Lasst euch Zeit. Auf dem Verkehrsübungsplatz. Ey, ungeschriebenes Gesetz. Man überholt seinen Vorderen nicht. Oh. Weil der ist in derselben Position wie du. Ja, stimmt. Soll ich mal hupen? Nee, das braucht man nicht. Was denn? Ist doch Straßenverkehr. Es tut mir leid. Sorry, war aus Versehen. Oh, oh, jetzt haben wir ein Problem. Ich weiß, das war aus Versehen. Ich bin Fahranfänger, ich fahre das erste Mal. Ich hab doch gesagt, dass sind das nicht gut endet. Alter. So, krass, dass der direkt ausgestiegen ist. Fahr mal links. Ey, der hat aber auch ein Problem, oder? Der soll mal also nicht so sauer sein. Also irgendwas läuft bei dem zu Hause nicht ganz richtig. So, da hinten sehe ich auch schon den Dave. Guck mal, du kannst einfach da beim Dave halten. Kelly hat gehupt. Ja, ich hab's gesehen. Der ist ausgestiegen. Ausgerastet. Ah, ich kauf dir einen Kaffee später. Mach mal da. Aber er sah voll official aus. War er Fahrlehrer? Ja, also er sah nicht so aus, als ob er das hier so zum Spaß macht. Er hat's auf jeden Fall sehr ernst genommen. Ich will noch mal zu dem, der uns angeschoben hat. Nee. Also, ich war in der Uni mit Dave. Ich war Autofahren. Sebastian habe ich überredet, dass wir morgen erst ins Gym gehen. Dafür haben wir heute einfach keine Zeit mehr. Ja, okay. Wir müssen ja noch essen. Es geht einfach nicht. Ja, wir müssen noch essen. Aber dann morgen 6 Uhr aufstehen? Steht an. Oder? Gucken wir mal. Also ich glaube, wir haben uns jetzt für FIFA statt für Fortnite entschieden, richtig? Ja. Okay. Ja, gang shit. Wie groß ist euer Skill-Level? Groß. So groß? Ja. Okay, ich guck mal, ob ich da mithalten kann. Ich gehe davon aus. Ist echt schwer, oder? PlayStation anmachen? Machst du jetzt die PlayStation an? Mhm. Ja, okay. Die ist schon an. Darf ich deinen Haustechniker kurz... Ja. Ja, die ist schon an, aber ich kann sie ja wieder ausmachen. Eine deiner Aufgaben ist ja, PlayStation zu spielen. Mhm. Und hier unterhalb der PlayStation hast du einen Controller. Kannst du dir rausnehmen, dann... Warte, wir brauchen ja mehrere, oder? So, zwei. PlayStation hast du. Ich weiß nicht, ob du schon mal PlayStation gespielt hast. Und dann musst du noch den Fernseher anmachen. Zack. Nee. Ah. So. Hey. Das finde ich echt cool, dass Max mir so viel zutraut, dass er dafür extra ein Video machen muss. Ah, ist doch perfekt. Ja, lass spielen. Ich habe mir Paulsen geholt. 1,93, 89 Sprungkraft. Das ist eine Maschine. Mhm. Keine Ahnung, was du gerade gesagt hast. Okay, Kelly, ja, das ist mein Ultimate-Team. Mhm. Ich dachte, Dein Was-Team? So, mein Ultimate-Team. Ah. Was sagst du dazu? So, wie findest, also ist die Aufstellung ist ein 4-3-3. Was ist jetzt so dein Lieblingsspieler auf den ersten Blick? Okay, Paulsen. Was hast du? Okay, Paulsen hat eben schon gesagt, das ist der hier vorne. Nee, ja, das geht doch, das ist mein Lieblingsspieler. Okay, unabhängig davon, schaffst du einen Namen von einem der Spieler, den du hier gerade siehst? Ist gerade aus der Nationalmannschaft rausgeflogen hier. Oh, Der hat auch ein eigenes Magazin. Boateng. Genau. Das war einfach gar nicht mein Ding. Das ist richtig. Du bist da so voll raus, ne? Das ist ja so, mega. Wer bin ich? Willst du die Millionen sein? Ja. Okay. Kenn ich jetzt auf Jans Account. Und zieh ich ihn jetzt runter? Ja, ne? Ja. Kräuter für! Ich nehme einfach dann ein Team, was ungefähr so in der Klasse ist. Ich nehme mal Manchester City heißen die, glaube ich. Ich habe das Gefühl, ich werde hier verarscht. Geil! Jan, in dessen Account du gerade warst, der hat gerade PlayStation gezockt und du hast ihn rausgeschmissen. Und deswegen ist er gerade wahrscheinlich in der Runde Apex gestorben. Ja! Ja. Hat er geschrieben? Er schreibt, dein Ernst? Lösch mal mein Profil von der Playsy. Immer werde ich rausgekickt. Sorry, nice. Jan! Ja, das war Jan Brasil. Ja, okay. Obst. Das ist meins. Obst. Weißt du, wie so das Grundprinzip funktioniert, also wie man so passt? Ja, also ich laufe einfach und dann schieße ich einfach ins Tor. Ah! Ist einfach so unfair, Alter. Geh mal weg da. Ja, mach ich ja schon. Und jetzt, Schuss. Ups. Wie ist deine FIFA-Erfahrung soweit? Boah, ey, finde ich echt mega langweilig. Oh!
mein Gott! Oh! Jetzt kreis! Oh. Mein Daumen tut doch richtig weh schon, echt? Ne? Du wirst richtig krampfhaft. Ja. Jetzt du hast ihn los! Schieß! Da seid ihr von mir auf die Idee gerannt. Lernkurve. Ist da. Stop it. Okay. Ja. Achtung, und jetzt bist du wieder durch. Ich hab's geschafft. Hey. Guck mal, wie die sich freuen. Ja. Spielen hab ich. Nächster Punkt. Sorry. Essen mit Freunden. Buki, du isst heute das erste Mal in deinem Leben Kaiserschmarrn. Ja. Freust du dich schon? Schon. Wie sind deine Erwartungen? Heftig. Ich kann gar nicht mehr aufhören zu lächeln. Oder Baselitschen? Ja, Baselitschen. Kaiserschmarrn. Du hast noch nie Käsespätzle gegessen. Was isst du in deinem Leben? Aber, das sieht richtig pervers aus. Oh, lecker. Lecker. Guten Leute. Danke. Guten. Oh. Ist man das mit Eis oder ohne Eis? Am besten mit Eis essen. Wie konnte ich mein ganzes Leben ohne Kaiserschmarrn? Ich bin so froh, bei diesem Moment dabei zu sein. Also mein erstes Mal. Wie man das gleich schmeckt. Ja, das sieht auch richtig krass aus. Mega lecker. So fühle ich mich auch. Krass, Alter. Okay, Fuki, jetzt Gänsehaut-Check. Okay, wir haben eine neue Gabel Kaiserschmarrn, ja. Kaiserschmarrn drauf. Jetzt checken wir deine Gänsehaut. Full. Der Shit, Alter. Das ist so heftig. Wir haben gerade Nachrichten von Max bekommen. Der ist gerade dabei, seinen Track aufzunehmen bei Rahim im Studio. Eine Line ist wie folgt. Wie sie so nice ist und ihr Kleid sitzt, steht auf sie jetzt dieser Kilian Heinrich. Kilian Heinrich ist Tanzverbot, ja. Ah. Also ich bin auf jeden Fall mega gespannt auf den Song. Ich freue mich richtig. Also Leute, danke schön für den Tag. Oh, das war eine Faust. Danke fürs Autofahren. Gerne, immer. Danke wieder. Für den Unitag und danke für Kaiserschmarrn. Ja. Danke, war mega lustig. Gute Nacht in deinem neuen Bett. Ach, danke. Ciao. Ciao. So, ich bin zurück in meiner Wohnung für heute, in meinem Leben und kann abhaken mit Freunden essen. Ich muss sagen, das war, also langsam fange ich an zu begreifen, was wir hier eigentlich Verrücktes machen. Und ich muss sagen, als ich gerade am Tisch saß, ist mir aufgefallen, wie crazy das eigentlich ist, mal einen Abend mit Leuten zu verbringen oder mit Freunden von jemand anders zu verbringen, wo man so vielleicht gar nicht dabei wäre. Und es war einfach mega interessant, es ist einfach total crazy und ich glaube, ich werde morgen erst richtig verstehen. Also ich werde morgen erst richtig die Ausmaße von diesem Projekt verstehen. Und ich weiß, welchen Punkt ich definitiv jetzt noch abhaken werde, bevor ich ins Bett gehe oder beziehungsweise während ich ins Bett gehe. Das ist nämlich das Einzige an diesem Tag, was bei Max und mir parallel läuft. Ich werde nämlich Harry Potter zum Einschlafen hören, das Hörbuch. Ich habe echt mega gut geschlafen, überraschenderweise. Ich dachte, in so einem fremden Bett wird es ein bisschen strange, aber dann dachte ich mir, ich schlafe so oft in Hotels und Airbnbs. Wieso sollte das strange sein? Und ich habe echt gut geschlafen. Und mir ist aufgefallen, dass ich 2 QR-Codes vergessen habe, während ich hier so durch die Wohnung gelaufen bin. Wo ist mein Handy? Ah, hier. Neben meinem Kaffee, den ich mir schon gemacht habe.
Übrigens, diese Schublade ist besonders wichtig, wenn du Süßigkeiten gerne magst. Da sind nämlich jede Menge Süßigkeiten. Ach du Scheiße. Drin. Ich selbst esse nämlich eigentlich gar keine Süßigkeiten. Das heißt, du kannst dich gerne komplett durchfuttern. Das ist gar nicht so gut für mich. Und bevor ich mich angefangen habe, hochmotiviert zu schminken, ist mir aufgefallen, Kelly, du musst noch duschen. Ich bin richtig, dieses Projekt verwirrt mich extrem. Und da ist mir dieser QR-Code aufgefallen. Okay, wir sind hier im Badezimmer, wie du sehen kannst, aber wahrscheinlich hast du auch den Zettel im Badezimmer gefunden. Ich wollte dir nur sagen, das hier ist meine Dusche. Und als ich zum ersten Mal in meiner Wohnung hier geduscht habe, war ich komplett verloren, weil ich keine Ahnung hatte, wie das angeht. Der Trick ist, man muss dieses Ding hier, zack, nach vorne ziehen. Jetzt habe ich mein Handy fast nass gemacht. Dann sollte ich das auf jeden Fall machen jetzt. Weil es jetzt doch schon etwas spät geworden ist, switchen wir den Punkt Fitnessstudio mit Sebastian auf den eventuellen Punkt, was mit Sebastian drehen. Was war denn das für ein Scheiß? Weil das Experiment geht ja nur von 12, da wir um 12 angefangen haben und Max ist, glaube ich, auch schon bald hier. Weswegen wir uns etwas sputen müssen. Ich warte nur noch auf Sebastian und dann haken wir den Punkt komplett ab. So, ich habe derweil meinen Koffer auch schon wieder gepackt. Was sogar echt ein bisschen traurig ist, weil das war ein mega cooler Tag und eine mega coole Erfahrung. Und im gleichen Moment hat mir das Max einfach auch geschrieben. Emotional. Ich glaube, Max ist schon auf dem Weg zurück. Ist er halt früher als Sebastian da, der mal wieder zu spät ist. Aber dann können wir zumindest zusammen dieses Projekt alle beenden. Sebastian hat es auch geschafft. Was drehen wir jetzt? Ich habe dir noch ein bisschen was zu essen geholt, weil du meinst, du hast Hunger, hast mir so eine Bestellliste mitgegeben. Einfach komplett die Sachen, die du hast in deinem Leben, habe ich dir einmal besorgt. Ich habe richtig Angst, aber das Video könnt ihr auf jeden Fall bei Sebastian auf dem Channel sehen. Müsst ihr abchecken. Und dann habe ich auch meine letzte Aufgabe erledigt. Hey. Hallo! Hey. Hi! Na? Willkommen zurück zu Hause. Beide halten die Kamera. Oh mein Gott, wie strange, oder? Das ist wirklich so komisch. Ja, da sitzen wir wieder. Vor allem, es ist jetzt eigentlich fast genau 24 Stunden her, seit wir das letzte Mal hier saßen. Ja. Seitdem haben wir uns nicht mehr gesehen. Nicht mehr gesehen. Aber das Leben ist anderen gelebt. Einmal FaceTime irgendwie oder ein, zwei Mal haben wir gefacetimed. Ist irgendwie krass, jetzt wieder hier zu sein. Voll. Also ich, mega krass. Es fühlt sich schon, ich habe es gerade schon auf Kamera gesagt, es fühlt sich schon so ein bisschen an, als wäre ich in deiner Wohnung jetzt. So. Ja, das ist mal komisch, wie schnell man so Loyalitätsswitcht. Ja. Ich fand eigentlich cool, dass ich den ganzen Tag mit Dave und Jakob gechillt habe. Irgendwie, ja? Die sind mega cool. Ja. Deine Freunde sind mega unterhaltsam alle. Ich hatte echt nie keine Sekunde Langeweile, wirklich. Ich hatte auch, wirklich. So irgendwie nie Langeweile. Das ist so, ja geil, wir haben beide richtig exciting. Ja. Krass interessant, mal wirklich einen Tag von einem anderen zu erleben. Weil ich mittendrin immer, weil es halt so, es ist so ein What the fuck, ich hätte das nie gemacht, wenn es dieses Videoprojekt nicht geben würde. Komplett würde crazy. Ich niemals, also in keiner Dimension wäre ich in diesem, in dieser Situation gerade irgendwie. Und das hat voll mit meinem Brain gefuckt die ganze Zeit. Das war echt krass. Wie war das Autofahren? Geht's meinem Auto gut? Ich hab's noch nicht angeschaut. Deinem Auto geht's gut. Okay. Ey, da waren so viele Schlaglöcher in der Straße. Das war richtig krass. Ne? Wir hatten die ganze Zeit voll Angst. Jakob musste auch ein paar Mal eingreifen. Echt? Ja, weil ich sonst halt über ein Schlagloch gefahren wäre. Weil ich hab's nicht so gut gesehen irgendwie. Ich hab mich mit einem Typen leider zerstritten, weil ich ihn angehupt habe und dann ist er so aus seinem Auto rausgekommen und meinte so, ey, was hupt ihr? Warst du ein Fahrlehrer? Ja. Alter Schwede. Er war richtig sauer und Jakob meinte noch so zu mir, ja ey, mach auf keinen Fall, hup auf keinen Fall. Und das war natürlich für mich der perfekte Trigger zu hupen. Oh nein. Und dann ist er richtig sauer geworden. Alter. Aber mit allen anderen auf dem Fahrübungsplatz hatte ich richtig viel Spaß. Ja, die haben so gewunken und die haben so gelächelt dann jedes Mal, wenn wir vorbeigefahren sind. Das war schön. Und dieses Gefühl, endlich mal Auto zu fahren mit 25, war echt ein unvergessliches Erlebnis. Und Uni war auch krass. Stimmt. Uni war auch krass, weil Uni war halt so, oh mein Gott, schmeißt der uns raus? Erkennt der irgendwie, dass ich nicht dazugehöre und ich glaube, dein Professor hat das, also er wusste, glaube ich, dass ich da nicht hingehöre. Wirklich? Weil er hat mich die ganze Zeit, schon von Anfang an hat er mich so angeguckt und so ein bisschen so, hm. Der ist ja auch echt so ein bisschen, so ein ich glaube, der kommt von der Bundeswehr und so. Ach krass, echt? Der ist so schon hast du mich direkt zum Schlimmsten geschickt. Ich hatte voll den Flashback, das war eigentlich voll krass, weil
ich voll an meine Schulzeit zurückerinnert war, und das ist ja jetzt auch schon 6-7 Jahre her, ja. Und ich hatte so plötzlich Respekt vor diesem Professor, was voll komisch ist, weil eigentlich könnte ich sagen, so, also scheiß auf den, so, ich bin ja nicht von ihm abhängig, ich war ja komplett als unabhängige Person da, aber wie der das geschafft hat, sich in diesem Klassenzimmer trotzdem Respekt zu verschaffen, war voll so, voll beeindruckend, das so von außen zu sehen. Wie war es in der Wohnung zu schlafen? Hattest du irgendwie Angst mal oder so? Nö, es war eigentlich okay. Nee, ich hatte nur Angst, weil in, so in einer neuen Wohnung kennt man, man kennt ja die Geräusche von der Wohnung irgendwie nicht. Gab es welche? Ich glaube, ich habe halt von oben irgendwie, die ist noch rumgelaufen in ihrer, die, keine Ahnung, oder der, ist noch irgendwie rumgelaufen in der Wohnung. Man hat das irgendwie gehört und auch zum Beispiel, wenn man das Fenster offen hat von draußen, weiß man ja nicht, aus welcher Richtung das meistens kommt. Ja. Und deswegen, so ab und zu habe ich mich so erschrocken und dachte so, oh nein, ist jemand in der Wohnung drin, weil man irgendwie nicht so checkt. Ich habe auch erstmal so ein direktes Sicherheitsgefühl gehabt, als ich das Pfefferspray auf deinem Nachttisch gesehen habe. Ich dachte mir so, oh Gott. Das ist wichtig. Ich habe halt manchmal irgendwie mega Angst nachts und dann denke ich so, ha, wenn jetzt ein Einbrecher reinkommt, dann habe ich mein Pfefferspray direkt in der Hand. Ich weiß nicht, ich glaube, der crazieste Moment für mich war echt, habe ich dir gerade schon gesagt, wo ich eigentlich nie damit gerechnet hätte, dass es komisch sein wird. Dass das das Komischste sein wird, aber wirklich mit deinen Freunden abends essen zu gehen und so deren Geschichten zu hören und was die so die letzten Tage gemacht haben. Es ist auch so, in meinem Leben wäre ich nie da gewesen. Ich wäre vielleicht mal in eine Uni aus Spaß gegangen, ich wäre vielleicht mal auf einem Verkehrsübungsplatz gewesen. Aber das war wirklich der Moment, wo ich mir dachte so, das würde ich definitiv heute nicht machen und deswegen war es umso cooler irgendwie. Ich habe ja auch ein paar Freunde kennengelernt, von denen ich vorher halt nicht gesehen hatte. Ich meine, ich kenne ja viele Freunde von dir eigentlich, ein paar zumindest, weil wir auch öfter einfach mal so unterwegs sind, aber so einen ganzen Tag mal mit denen zu verbringen, war mega cool. Ich fand auch, also das war wirklich so das Coolste an der ganzen Sache, dass man sich so in Momente begeben hat, in denen man halt sonst niemals gewesen wäre. Und man konnte einfach irgendwie so das hat man oft durch YouTube, dass man so Erfahrungen sammelt, wo man sich ganz genau sicher sein kann, hätte man sonst niemals gemacht. Und das ist auch irgendwie das Geile. Deswegen ist es auch cool, dass wir ein Video gemacht haben, das wirklich nur auf so einer so einer Erfahrung basiert. Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt abschließend noch sagen soll, weil es ist irgendwie so verrückt, Leute. Schaut auf jeden Fall Max' Video jetzt an, damit ihr den ganzen Tag aus seiner Perspektive seht und wie er in meiner Wohnung rumschnüffelt und was ich ihm so für einen Plan geschrieben habe. Und vergesst nicht, uns beide zu abonnieren. Dann würde ich sagen, hauen wir wieder alle in unsere eigenen Wohnungen ab, oder? Dann müssen wir noch Schlüssel zurücktauschen. Ah, stimmt! Warte, ich habe deinen Schlüssel schon hier. Wo ist eigentlich dein Schlüssel? Ich glaube, der steckt in der Tür, oder? Wollen wir? Ja! Willst du deine Wohnung wieder? Naja. Und oh, das ist schon traurig. Ein bisschen traurig ist es, weil es echt viel Spaß gemacht hat. Aber das ist echt, das war schon echt viel so für einen Tag. Aber es fasst so das Leben ein bisschen zusammen. Ja. Ne? Genau. Crazy! Okay, na dann ab in unsere Leben.